Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute sind wir in Karawan Rebat in Sumero bei Baharak und machen eine weitere Abenteuer-Herausforderung von Geniale Beschwörung. Und müssen mit einem besonderen Deck spielen, das wir uns nicht aussuchen können. Let's go! Es gibt eine Herausforderung im Karawan Rebat, die extrem schwer ist, an der bin ich jetzt eine halbe Stunde gesessen und habe keine Ahnung, wie ich sie lösen kann. Das ist tatsächlich ziemlich, ja, krass. This is Destiny. Da bin ich nicht sehr happy drüber, muss ich euch ehrlich sagen. Hat mir keinen Spaß gemacht bis jetzt. Hat die noch Nachschub? Oder sind das alle Gegner? Scheinen alle zu sein. In the name of the Princess Inn. No rest for the wicked. Kann auch zwei Karten ziehen. Und Feierabend. Ja, wir können sein Schild direkt kaputt machen. Bringt uns halt in der Drohne jetzt nicht wirklich viel. Was die Endphase ist. Na, das bringt leider nicht viel. Okay. Wir haben noch gar kein Pyro, oder? Ja. Kein einziges von den Elementen, die wir hier gerade bekommen haben, haben wir. Immer noch nicht. Ja, das nenne ich mal gut. Spielen wir einfach die ganze Zeit irgendwelche random Sachen aus. Lol. Dann greifen wir nochmal an. Mei. Dürfen halt nicht mehr als zwei Figuren verlieren. Das Fische ist besser mal raus, würde ich sagen. Ja. Naja, außer... Ich benutze diesen Krebs. Weil der macht ja... Was macht der Pyro? Ich habe ja schon Pyro auf mir. Also jetzt müsste ich eigentlich auf jeden Fall überleben. Auf Venti. Jetzt greifen wir einfach für 0 an. Jetzt wechseln wir ihn wahrscheinlich aus, oder? Ne. Schade. Was macht die Elementarfähigkeit? Die ist ja komplett nutzlos. Er schafft einen Sturm. Beim Wechsel deiner Figuren verbraucht minus 1.
Okay. Das Deck gefällt mir nicht sehr gut, aber gut. Das Deck ist quasi so gebaut, dass du irgendwann in einer Runde, in der perfekten Welt, in einem perfekten Spiel, dass du irgendwie dreimal angreifen kannst, dreimal Figur wechselst, drei Karten ausspielst und dafür wirklich nur 8 Würfel. Also du benutzt 8 Würfel und spielst aber 5 Karten, wechselst 5-mal die Figur, also dass du halt unendlich viele Sachen machst, gefühlt. Also das scheint es zu sein. Das scheint dieses Deck hier zu sein. Ich habe nichts auf mir. Kann der mich töten? Yes. Was bringt mir das hier? Bringt mir das ein Schild? Nein. Was bringt mir dieser Schild? Wehrt einen Punkt Schaden ab. Okay. Also muss ich die Elementarfähigkeit machen. Oh, er hat den Standardangriff gemacht, lol. Na gut, das hätte ich mir anschauen können. Dann können wir den noch besiegen. Kann ich jetzt nicht einmal die Figur gratis wechseln? Ne, das war nur bei Venti, ne? Na gut, ich glaube, wir haben eh gewonnen. Ja, wir haben eh gewonnen. Okay. Ja, es ist ein interessantes Deck, aber pff, ja. Ist okay. Nicht meins. Nicht meins. Aber ja, gut. Das so besiegt ihr, da muss ich ja kein Deck zeigen. Ich habe ja nicht mein eigenes benutzt. So besiegt ihr Baharak. Wer ist die nochmal? Baharak in Karawandribad. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.